Im heutigen Video geht es darum, was ihr machen könnt, falls euer Warzone 2 die ganze Zeit crasht. Und zwar die erste Sache, die eigentlich relativ einfach ist, die ihr machen könnt, ist hier unten einmal in die Suchleiste zu gehen und hier einmal nach dem Task Manager zu suchen. Drücken hier auf Task Manager und der sieht dann am Anfang eventuell noch so aus. Wir drücken dann jetzt hier einfach auf mehr Details. Und das, was wir jetzt im Task Manager machen können, ist sehr, sehr nice. Wir können hier, wenn wir auf CPU drücken, einmal nach CPU suchen, nach Arbeitsspeicher oder nach GPU. Dann wird das Ganze auf jeden Fall sozusagen jetzt, weil ich GPU ausgewählt habe, nach GPU sortiert. Und jetzt können wir im Prinzip einmal das Ganze hier durchsuchen und eventuell Programme, die zum Beispiel viel Arbeitsspeicher ziehen, wie zum Beispiel jetzt gerade mein Internetbrowser, könnten wir jetzt hier zum Beispiel einfach anwählen und dann hier den Task beenden. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, falls euer PC komplett ausgelastet ist. Eine weitere Möglichkeit für alle Nvidia-Grafikkartennutzer ist, euch unbedingt Nvidia GeForce Experience zu holen. Und zwar über GeForce Experience könnt ihr hier unter Treiber immer die besten und neuesten GeForce Game Ready Treiber installieren, die von Nvidia rauskommen, und dadurch werden Probleme, die eventuell bestehen, kurz behoben. Das Ganze dann, wie gesagt, einfach immer runterladen und dann seid ihr damit auf der sicheren Seite und habt immer den neuesten und besten Treiber für eure Grafikkarte. Als nächstes können wir dann jetzt hier einmal noch in die Suchleiste gehen und hier jetzt einmal in den Gerätemanager. So, geben hier Gerätemanager ein und das Einzige, was wir jetzt machen, ist hier einmal Grafikkarten ausklappen, Laufwerke ausklappen und Prozessoren. Jetzt nehmen wir hier einmal zum Beispiel Laufwerke. Ich nehme jetzt Laufwerke, drücke Rechtsklick, Treiber aktualisieren, automatisch nach Treiber suchen. Und ihr seht, wir haben hier bereits den besten Treiber hier für das Laufwerk installiert. Das Ganze natürlich auch noch für euer anderes Laufwerk, beziehungsweise je nachdem, wie viele Laufwerke ihr habt. Das natürlich dann auch für eure Grafikkarte, beziehungsweise Grafikkarten und für euren Prozessor. Danach können wir noch einmal auf Audio, Video und Game Controller gehen. Klappen das Ganze aus, machen einmal hier bei Realtek Audio oder bei euch heißt es eventuell Realtek High Definition Audio, machen einmal Rechtsklick, dann auf Gerät deaktivieren und dann auf Ja. Danach müsst ihr euren PC neu starten, deshalb mache ich das jetzt nicht, und schon sollte das Ganze auf jeden Fall behoben sein, dass das Game die ganze Zeit crasht. Falls das Problem weiterhin noch da ist, unbedingt in die Kommentare, damit würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich versuche euch natürlich zu helfen. Abo und Like würde mich natürlich auch mega, mega freuen. Kostet euch nichts und deshalb Guss geht raus an ihn, der hier ein bisschen supportet. Ich würde sagen, das war es jetzt aber von meiner Seite. Und dann haut rein und ciao.